Für viele Amerikaner landesweit begann der Tag mit Frühsport, denn der Schnee war über Nacht in solchen Mengen gefallen, dass sich die meisten den Weg aus dem Haus zur Arbeit erst einmal frei schaufeln oder fräsen mussten. Chaos herrschte auf den Straßen. Für viele Autofahrer kamen die schweren Schneefälle völlig überraschend. Dazu der heftige Wind, Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern. Von einer Minute auf die andere konnte man teilweise keine 5 Meter weit sehen. Dieser Sturm schiebt die Autos quer über die Straße, mitten hinein in den entgegenkommenden Verkehr. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Die Folge: Hunderte von Unfällen. Autos überschlugen sich, andere landeten in Schneeverwehungen. Viele Verletzte, 16 Menschen kamen ums Leben. Und nicht nur auf den Straßen herrschen chaotische Zustände. Landesweit mussten auch eine Menge Flüge gestrichen werden. Manche Passagiere sitzen für Tage fest. Die Winterstürme haben sich gebildet, weil arktische Kaltluft von minus 30 Grad von Kanada in den Westen der USA eindrang, sich dort Richtung Osten bewegte und dann auf feuchtwarme Luft vom Golf von Mexiko traf. Diese beiden Luftströmungen verwirbelten sich zu einem kräftigen Tief und führten zu den heftigen Schneefällen. Die Temperaturen sackten so abrupt in den Keller, dass sogar Wasserfälle wie diese zu Eis gefroren. Aber zumindest diese beiden haben Spaß am plötzlichen Wintereinbruch, und auch den Einwohnern von Madison in Wisconsin kommt der Schnee mehr als gelegen. Hier feiert man nämlich jedes Jahr um diese Zeit eine traditionelle Massenschneeballschlacht. Und das macht einfach mehr Spaß mit Schnee als ohne Schnee.